Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziales. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorpolitisch Meets. Heute mit Friedrich Bötticker, Autor von Der Mensch ohne Gesicht, Kritik der Identitätspolitik. Erschienen 2022 im Alibri Verlag. Hallo Friedrich. Einen wunderschönen guten Tag. Danke, dass ich da sein darf. Gerne. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fange meine Folgen immer gleich an. Möchtest du dich unseren Hörern einfach kurz selber vorstellen? Ja, gerne. Also mein Name ist, wie gesagt, Friedrich Bötticker. Ich bin von Hause aus Sozialarbeiter und Bildungswissenschaftler, habe hier in Berlin im Bereich der Bildungswissenschaften promoviert in der Humboldt-Universität. Genau, davor soziale Arbeit studiert. Genau, ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste zu mir zu sagen. Wunderbar, da steige ich direkt ein. Also wenn wir heute hören in den Nachrichten, dass Identitätspolitik kritisiert wird, dann wird das ja oft in so eine rechte Ecke gestellt. Worum geht es dir in Der Mensch ohne Gesicht? Ich würde kurz nachfragen, also dass ich definitiv nicht rechtsextrem bin, sondern genau das Gegenteil aus der eher linken kritischen Theorie-Ecke das Buch geschrieben habe. Und es geht genau darum, nämlich die Identitätslogik, aus der viele Punkte in der heutigen Politik betrachtet werden, zu kritisieren in dem Buch. Also wieder den Blick auf das kritische Individuum zu ziehen und weg von der Identitätslogik, also von der verkollektivierenden Blickwinkel aus einer Identität heraus, davon wegzukommen. Also das ist das Hauptziel in dem Buch, also genau drauf zu gucken, was ja, bedarf es für einen kritischen Blickpunkt. Und da ist mir halt aufgefallen, dass in den aktuellen Diskursen in vielen Punkten man, beziehungsweise nicht man, sondern die Menschen als Stellvertreter für eine Gruppe sozusagen im Sinne einer Identitätslogik sprechen. Eine zweite Korrektur ist auch, dass die Kritik an der Identitätslogik auch zum großen Teil auch von links kommt. Also es gibt auch viele linke oder liberale Kräfte, die genau diese Denktradition kritisieren. Also dieses, was man früher sozusagen immer progressiv als Dialektik bezeichnet hat, nämlich einen Gegenstand auch von beiden Seiten aus zu betrachten, um dann eine neue Erkenntnis daraus zu gewinnen. Diese Denktradition ist ja verloren gegangen, hin, dass man schon mal in einer vorparteilichen, in einer Identitätslogik heraus sich auf einen Gegenstand schablonartig bezieht, um zu prüfen, ob der dieser Identitätslogik entspringt und ob der dann sozusagen der Vorannahme schon gerecht wird. Okay, verstanden. Und du beginnst damit, dass du sagst, bevor du die Identitätspolitik kritisieren kannst, musst du erstmal über Identität reden. Und da gehst du dann durch so eine, ich sag mal, so eine historische Genese und beginnst die in der Gegenaufklärung. Möchtest du uns da mal vielleicht historisch so ein bisschen durch diese Geschichte führen? Also ich stelle ja die These auf, dass Identitätspolitik zwar ihre politischen Wurzeln in den 70er Jahren hat, sogar etwas früher in den 60er Jahren, aber die Ideengeschichte schon viel früher beginnt. Nämlich in der, wie du richtig gesagt hast, in der Gegenaufklärung. Diese hat ja ihren Hauptbezug in einem völkischen und religiösen Denken, um sich da sozusagen auf der Ebene von der Aufklärung Kants abzugrenzen. Es geht ihnen darum, sozusagen die allgemeine Volksidentität, die allgemeine Religionsidentität zu bewahren, um das große Ganze, von dem sich sozusagen das individuelle Leben ableitet, zu erklären. Das heißt also, dass in der Gegenaufklärung der Fatalismus eine große Rolle spielt. Das heißt, das Wesen des Menschen ist dann noch von einer göttlichen Bestimmung bestimmt, von einem großen Vorprinzip, von einem völkischen, von einer völkischen Vorbestimmung, die dann das deutsche Wesen ausmacht. Man hat auch sehr viel in der Gegenaufklärung von Volksmythen, von dem völkischen Denken gesprochen, was dann den Deutschen oder den Franzosen oder so ausmacht. Und dementsprechend hat man sich dann auch in diesen Volksgemeinschaften
zusammengetan. Also die Idee der Volksgemeinschaft resultiert ja aus der Gegenaufklärung, genau, und hat sich eigentlich bis heute über Vertreter wie zum Beispiel auch Ernst Jünger oder jetzt die identitäre Bewegung sozusagen weiter fortgezogen. Und man findet auch in anderen Argumentationssträngen der Identitätspolitik ja auch wieder, wenn man nämlich den kulturalistischen Blick auf das Volk sozusagen zieht. Also das heißt, die Identitätspolitik geht ja sehr stark davon aus, dass es eine kulturelle und auch eine Vorprägung des familiären und der Herkunft gibt. Also das heißt, hier bezieht man sich wieder sozusagen auf etwas Höheres, auf etwas Mystischeres, wo ich sage, dass diese die Grundlagen in der Gegenaufklärung hat. Aber es Also ist ja auch, aber auch ganz kurz, um das weiterzuführen, in der Aufklärung ähnliche Punkte zu finden, ja, und auch im deutschen Idealismus, die aber in abgeschwächter Form sind. Also zum Beispiel die Aufklärung wendet sich ja gegen die Kirche. Also es behält zwar das Religiöse und den Glauben noch mit bei, aber gegen dieses Verkollektivierende, gegen das, ja, das Verkollektivierende, was in der Gegenaufklärung noch ist, und stellt das Individuum immer mehr in den Vordergrund. Und eben, ja, die Emanzipation des Denkens im Sinne der Freiheit. Bei Hegel und bei Fichte kommt das dann noch ein bisschen mehr wieder in das Kollektive, was diese Staatsloyalität angeht. Ja, das ist dann noch ein bisschen komplizierter, das dann jetzt das auszuführen. Aber sagen der große Staatsphilosoph Hegel geht ja hier ganz klar von der Identität des Staatsbürgers aus und braucht es auch, damit der moderne Nationalstaat sich formen kann. Und dann gehe ich ja dann wieder weiter, dass genau diese konstruktive Kritik, die sich aus der deutschen Identität sozusagen von Hegel heraus entwickelt, von Marx ganz klar kritisiert wird und er dem eine destruktive Kritik der Identität sozusagen mitgibt und sagt, dass Identität Herrschaft ist. Weil wenn man sich identifiziert, identifiziert man sich mit dem Staatszusammenhang, mit dem Bestehenden und somit auch mit den Formen seiner daraus abzuleitenden Ausbeutung. Das wird dann noch mal ein bisschen konkretisiert durch die kritische Theorie von Adorno und von Marcuse. Okay, und du verwendest mehrfach in deinem Buch den Begriff der Ich-Identität. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den ganz richtig verstanden habe. Also erstens, was heißt das, diese Ich-Identität? Und wie hängt die jetzt zusammen mit dem, was du gerade erläutert hast? Die Ich-Identität ist ja eine Phase in der Entwicklungspsychologie. Das heißt also, jedes Kind, jeder Mensch entwickelt eine Identität und es ist ja auch gut, eine Identität zu haben. Also das will ich auch nochmal klar hervorstreichen, dass ich in dem Buch eben nicht die Identität leugne, sondern ich kritisiere nur deren Überhöhung im Sinne einer, soll ich sagen, Identitätslogik. Jeder Mensch hat eine Identität, weil sonst wären wir ja wirklich nur seelenlose Marionetten. Wenn dabei durch die Identität können wir uns auf Gegenstände beziehen und können uns aber auch von anderen Menschen abgrenzen. Wir können selbst definieren, wer wir sind, ja, und was wir vom Leben möchten. Also das Individuum ist die Identität unumgänglich und sie entwickelt sich ja automatisch so im Rahmen der Entwicklung des Menschen. Die Ich-Identität ist ja eine, also ich beziehe mich hier auf Erikson, es gibt aber noch andere Psychologen, die Thematik der Ich-Identität beschreiben. Und da geht es ganz genau darum, die Selbstkonstruktion in Anlehnung an die Fremdwahrnehmung im Kontext der Gesellschaft. Und das ist ja immer ein ständiger Aushandlungsprozess, der dann durch Erfahrungen, durch Erkenntnisse, die man im Leben macht, sich auch verändern kann. Also eine Identität ist ja nicht festgeschrieben. Nur ist es halt, hat man manchmal den Eindruck, dass gerade in der Diskussion der Identitätspolitik, gerade diese Ich-Identität zu einem manifesten Etwas erklärt wird, die sich dann aus dem, ja, aus Traditionen, aus Kultur, aus Herkunft ableitet und man eigentlich sich nicht von diesen Vorprägungen lösen kann. Und es auch, ja, schwierig wird, sich diesen irgendwie kritisch entgegenzustellen. Also wenn man einmal, ich bleibe jetzt mal bei mir, einmal ein deutscher, weißer Mann ist, dann kann man. Also ist es eigentlich unmöglich, nach dieser Logik sich daraus zu lösen, sondern man muss sich immer im Se Sinne einer moralistischen Selbstkritik darauf beziehen. Und das ist aber nicht das, was eigentlich Ich-Identität meint, sondern Ich-Identität sagt ganz genau, dass diese Wechselwirkung zwischen der Fremdwahrnehmung, also wie mich die Gesellschaft wahrnimmt, wie die Gesellschaft auf mich reagiert und wie ich selber mich bestimme im Laufe meines Lebens, dieser Aushandlungsprozess ist und ich mich auch im Sinne dieses Aushandlungsprozesses sehr wohl gegen die Vorstellungen, die Traditionen meiner Vorfahren stellen kann.
in dem Sinne zum Beispiel auch anti-deutsch werden könnte oder anti der Vorstellung meiner Eltern oder anti-christlich oder wie auch immer die Prägung ist und man sich auch im Sinne der Identitätsbildung auch mal seine politischen Vorstellungen verändern kann. Das heißt also, die Vorstellungen, die man als junger Mensch mit 17, 18 hat, müssen nicht dieselben sein, wie man sie dann mit 40 hat. So, und aber dieser Aushandlungsprozess ist halt wichtig, um dann zu sehen, dass Identität halt ein ja, flexibler Begriff ist, ja, der ein dynamischer Prozess, der sich dann, wie gesagt, je nach Erfahrung, je nach Bedingungen verändern kann. Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so und ich finde das ganz spannend, denn mir kommt es oft so vor, als ob eben gerade jetzt, wenn wir über Identität reden, sagt es, diese festen Eigenschaften, die werden verdinglicht, die werden essentialisiert und zum Beispiel so etwas wie die politischen Ansichten gehen dann völlig unter. Zumindest scheint es mir oft so, dass man also quasi sagt, naja, wenn ich weiß, welche Hautfarbe, welches Geschlecht und welche sexuelle Identität du hast, dann kann ich davon schon darauf schließen, welche politischen Gedanken du eigentlich haben müsstest. Ist das etwas, das neu ist, oder ist das etwas, das dann mit der ja, sogenannten Postmoderne uns jetzt gegeben wurde? Denn die Geschichte geht ja nach Adorno und Marcuse, die du schon genannt hast, weiter, mit der sogenannten Postmoderne. Magst du den geschichtlichen Faden hier wieder aufgreifen und uns weiterführen? Genau, also also es sind zwei Ebenen. Es gibt natürlich schon auch davor klare identitätspolitische Sichtweisen. Also gerade in die Tradition, die politischen Traditionen die sich auf Volksgemeinschaftsgedanken beziehen, sind ja extrem normativ und nehmen einen konformistischen Blickwinkel vorweg und interpretieren, wenn du aus einem bestimmten Kulturkreis kommst, hast du bestimmte Loyalitäten mitzubringen, hast du bestimmte Verhaltensweisen mitzubringen, um die Volkskultur zu schützen, um auch deine Gemeinschaft zu schützen. Diese Art der Denktradition wurde ja zum Glück durch den Zweiten Weltkrieg sozusagen abgestraft und fand in dem Sinne keinen offenen oder nicht mehr in dieser Größenordnung offene Vertreter. Aber im Sinne der Postmoderne, die ja je nach Vertreter, das ist natürlich auch breit gefächert, also Foucault, Levi-Strauss oder diverse andere Vertreter der Postmoderne haben ja unterschiedliche Blickwinkel. Aber wo sie sich einig sind, ist es, dass es keine Wahrheit mehr gibt und eigentlich auch keine Wirklichkeit, sondern die durch den Diskurs, durch die Konstruktion erstmal, ja, jeder Mensch konstruiert sich erstmal seine Wirklichkeit selber und stellt diese dann in den Diskurs und muss ich dann die Wahrheit oder die Wirklichkeit durchsetzen. Ja, und somit ist es dann halt schwierig, weil jeder natürlich erstmal andere Blickwinkel auf die Gesellschaft hat und auf die Verhältnisse, die sich darstellen. Und da kann sich auch eine Unwahrheit in dem Sinne diskursiv durchsetzen, wenn sie die meisten Anhänger findet. Das ist das erste Problem. Das zweite ist, dass sich durch die Postmoderne dann ein ja, eher kulturalistischer Blick entwickelt hat. Man erinnere nur dann die etwas skurrile Diskussion, die Foucault dann zum Thema iranische Revolution aufgemacht hat, die ja sehr kulturalistisch und eben nicht im Sinne eines kritischen Inhalts geführt hatte. Also es sind halt viele Punkte, die jetzt diese Identitätsdebatte auf eine ganz andere Ebene geführt haben, im Sinne der Postmoderne. Und die sind jetzt aktuell im intersektionalen Ansatz, der sagt, dass Identität, und da geht er vor allem auf Diskriminierungserfahrungen ein, also dass die sich vor allem auf dem Geschlecht, auf der Herkunft und der sozialen Klassierung ja begründen. Und damit treffen wir zum einen schon etwas, also die Erfahrungen und einer ja, Woman of Color, die aus eben nicht in die aus noch Fluchterfahrungen hat. Die hat eine ganz andere Lebenserfahrung, eine ganz andere Diskriminierung, eine ganz andere Struggle als ein ja, westeuropäischer Mann mit Studienhintergrund. Und jemand, der aus der Arbeiterklasse kommt, hat natürlich viel mehr Anstrengungen zu unternehmen, um dann im Sinne des europäischen Kapitalismus ein ja, angenehmeres Leben zu führen als jemand, der geerbt hat und, und sich somit eine akademische Bildung
leichter leisten könnte. Also das heißt, auf der kulturalistischen Ebene können sie schon natürlich dadurch viele Dinge beschreiben. Aber was halt vergessen wird, ist sozusagen der strukturelle Zusammenhang, auf dem diese Gesellschaft aufbaut. Das heißt also die Eigentumsverhältnisse, die politischen Entscheidungen, die Wirtschaftspolitik, die gemacht wird und all diese Punkte treten im Sinne der kulturalistischen Betrachtung in den Hintergrund, sondern es werden dann hier eben nur kulturelle Ebenen betrachtet. Diese Thematik des Klassismus ist ja hier nochmal vorzusehen, weil hier wird Klasse zu einem kulturellen Ding gemacht und gesagt, dass immer, also egal, wenn man halt aus der Arbeiterklasse kommt, ist man prinzipiell schon sozusagen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal glatt, ein Opfer ist diskriminiert. Was de facto aber so nicht stimmt, weil der bürgerliche Kapitalismus ist so durchlässig, dass es natürlich auch viele Arbeiter, Kinder nach oben geschafft haben, eigene Firmen haben, jetzt ökonomisch gut aufgestellt sind und im Sinne der Konkurrenz, die der Kapitalismus schafft, es auch immer Gewinner und Verlierer gibt. Das heißt also, ist es eben nicht nur eine kulturelle Frage, weil eben der intersektionalistische Diskurs gerade darauf abzielt, kulturelle Veränderungen herbeizuführen im Sinne sozialer Gerechtigkeit, weil man dann annimmt, dass wenn die Gesellschaft, wenn dieser Kapitalismus nur sozial gerecht gestaltet wäre und es hier eine sozialgerechte, ja, Kultur gäbe, dass dann, ich nenne es einfach mal polemisch, Friede, Freude, Eierkuchen herrschen würde. Aber das ist ja nicht so. In einem Wettbewerb, in einem Konkurrenzkampf wird es immer Gewinner und Verlierer geben. Und das heißt, es wird immer jemanden geben, der dann den Kürzeren zieht. Das heißt also, es wird immer jemanden geben, der eine Wohnung nicht bekommt. Es wird immer jemanden geben, der den Job nicht bekommt und dementsprechend finanziell dann schlechter gestellt ist. Es wird immer jemanden geben, der dann in diesen Strukturen, ja, diskriminiert wird. Darauf ist diese Gesellschaft angelegt, weil sie nämlich diese Gewinner und Verlierer braucht, im Sinne der doppelten Freiheit, die Marx gesagt hat, um dann die Arbeitsprozesse im Laufen zu haben, um lohnarbeitende Menschen zu haben. Ich behandle das alles jetzt wirklich nur noch ganz, ganz rudimentär. Aber das ist genau die Kritik, die ich an dieser Denkweise habe, weil es eben nicht eine kulturelle Frage ist, sondern es ist eine strukturelle Frage, es ist eine gesellschaftliche Frage. Und wenn man wirklich diese Problemlagen angehen möchte, dann sollte man das eben nicht aus der Identitätslogik heraus tun, sondern sollte sich die Gesellschaft in ihrer Struktur angucken, in ihren Widersprüchen angucken und versuchen, diese Widersprüche zu überwinden. Und da bin ich ganz bei dir und das sehe ich sehr ähnlich. Ich habe mich mit dem Thema ja auch ein bisschen befasst, auch wenn ich dazu kein Buch geschrieben habe. Ich selber bin ja aus einer Arbeiterfamilie, der erste und einzige, der studiert hat, der erste und einzige, der promoviert hat. Ich fand teilweise diese, wie du sagtest, kulturalistische Kritik extrem befremdlich. Ja, also wenn dann über Klassismus, also erstens finde ich schon das Wort furchtbar, ja, dann Klasse und Klassismus, das sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Wenn da über Dinge gesprochen wurde wie, ja, meine Eltern können mir ja nicht dabei helfen, mir zu erklären, wie eine Uni funktioniert, dann dachte ich mir, haltet ihr mich für blöd? Also ich meine, dann nehme ich mir das Vorlesungsverzeichnis in die Hand und dann lese ich nach, was ich machen muss. Das Problem, das sich dadurch nicht löst, ist, dass ich nebenbei arbeiten muss, um mir mein Studium zu finanzieren. Das waren also auch schon immer so Kritikpunkte, die mich sehr, sehr irritiert haben. Und ich finde das schön, wie du das jetzt, wie du sagtest, auf diese Struktur und drunterliegende Logik zurückgeführt hast. Jetzt ergeben sich ja aber aus dieser Identität und aus dieser Identitätslogik Politikansätze. Und in deinem Buch teilst du die explizit auf, nämlich einmal in linke Identitätspolitik und einmal in rechte Identitätspolitik. Vielleicht fangen wir mit der rechten Identitätspolitik an, weil ich denke, die ist recht einfach zu fassen, recht einfach zu beschreiben und die können wir vermutlich relativ schnell abhandeln. Was ist für dich rechte Identitätspolitik? Ja, rechte Identitätspolitik, das beschreibe ich in dem Buch, ist eine, die auf ein normativ und kollektives Volksverständnis beruht. Das heißt also, man geht davon aus, dass es eine Volksidentität gibt, ja, die das Leben der Gemeinschaft bestimmt. Das heißt, man kann das vielleicht in dieser Phrase am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das ist nicht so einfach so nur dahergesagt, sondern das ist eine mehr, nachdem die rechte Identität Politik wirklich funktioniert. Das heißt, sie gehen davon aus, dass es bestimmte Gebiete
also die Welt in sozusagen im Gebiet aufgeteilt wird, in dem Volkskulturen existieren und gedeihen. Und diese Volkskulturen resultieren aus einer oder begründen sich auf einer Volksidentität. Und diese muss erhalten bleiben. Das ist das allgemeine, das hat das Streben des Volkssubjektes dann zu sein in rechter Ideologie. Und das hat das Streben und Handeln des Menschen zu bestimmen. Und auf Grundlage dieser Volksidentität kann der Mensch auch erst zum Individuum werden, weil er sich dann als Deutscher, als Franzose, als Amerikaner, als oder im breiteren Sinne auch als Araber oder wie auch immer definiert, wie dann das Volk und die Volkszusammengehörigkeit dann definiert wird. Und daraus entwickeln sich dann auch Vorstellungen von Volkssolidarität und genau, Volkskultur und dann im Kleinen, wie diese Volkskultur dann ausgeprägt ist. Und die kann sich dann durchaus auch differenzieren. Die Trachten in Bayern sehen ja auch anders aus als die Trachten im Schwabenländle. Aber für den Identitären ist das dann wichtig, weil sie sozusagen aus dem Volkskörper herauskommen. Das hat aber dann eine ganz krasse und für in manchen Konstellationen sogar auch eventuell tödliche Konsequenz, nämlich, dass sich das Volk immer an einem Externen definiert. Das heißt also, die Volksidentität der in Region kann nur bestimmt werden in der Fremdgruppen-Eigengruppen-Logik. Die Eigengruppe definiert sich immer in Abgrenzung zur Fremdgruppe. Und das kann dann halt auch dazu führen, dass man im schlimmsten Fall Kriege führen müsste oder sie so dafür sorgt, dass die Fremdgruppe das Gebiet der Eigengruppe verlässt, damit die Eigengruppe weiter existieren kann. Aber es kann auch einfach rein in der Logik her dazu führen, dass sich dann halt rassistische und ausgrenzende Ideologien damit verbinden, weil das immer das Wir gegen die anderen gestellt wird. Und dann kann man dann sagen, so entweder wir als Weiße oder als Deutsche oder Franzosen oder wie auch immer sich die Gruppe dann definiert, oder man hat das ja auch in sehr ausgrenzenden Verhalten von rassistischen Gruppierungen in Afrika auch gesehen, wo es dann auch gegenüber dann anderen Gruppierungen dann ja, Argumentation gab, warum man die dann ausschließen kann. Aber das ist halt dann die Logik, die aus diesem Gedanken einer normierenden Volkskultur, eine daraus sich entwickelnden Idee des Zusammengehörigseins, die aber eben nicht auf Freiwilligkeit basiert, sondern sagen, determiniert ist, durch den Volksgedanken vorgegeben wird. Also es wird ja dann in der neuen Rechten wird ja dann vom Ethnopluralismus geredet. Das ist auch so eine ganz perfide sozusagen Argumentation, die eigentlich nach meiner im Nachempfinden einfach nur Rassismus definiert, weil man da genau sagt, es gibt halt die sozusagen Europa für die Europäer, Afrika für die Afrikaner, Asien für die Asiaten, und die definieren sich dann halt durch ihre Volkskultur, durch ihr kulturelles Verhalten. Und da tun diese Leute schon ganz gut, wenn sie dort bleiben. Und das wäre ja auch von der Natur her so vorgesehen. Natürlich lässt der neue Ethnopluralismus dann eine kleine Hintertür auf und sagt, ja, so ein bisschen Einwanderung ist ja schon in Ordnung, solange eben nicht es zu dem Culture Turn kommt. Also das heißt, bis zu einer bestimmten Grenze wäre nach deren Logik sozusagen ein Austausch schon akzeptiert, akzeptabel. Wenn diese Grenze überschritten ist, dann hat die Einwanderungsgruppe zu viel Anhänger, zu viel Macht, und dann verändert sich die Volkskultur, dann verändert sich das Zusammenleben, und dann kommt es zu Auseinandersetzungen, dann verändert sich das, und dann kriegt jetzt mal, sage ich mal, polemisch der Schwabe nicht mehr seine Spätzle und seine Maultaschen, sondern plötzlich gibt es dann nur noch nach dem rechten Denken nur noch den Döner, und das wäre ja nicht gut. Also das ist sozusagen, deswegen folgert da sozusagen daraus der Rechte, dass er dann in der härtesten Konsequenz auch wirklich in den Kampf gehen müsste, um seine Volkskultur zu retten, ne? Und um das Gleichgewicht der Volkskulturen und der Ethnienverteilung wieder herzustellen. Also das muss man sich halt wirklich mal vergegenwärtigen, was das ja, im Endeffekt heißt.
Also für, auch für Leute, die einfach nur friedlich zusammenleben möchten. Und dann plötzlich gibt es die Menschen, die diese Logik vertreten. Heißt das dann, wenn die an die Macht kommen würden, wenn die was zu sagen hätten, im Endeffekt wirklich Abschiebung, Vertreibung und im schlimmsten Fall sogar auch Tod. Wenn nämlich die Leute sich nämlich nicht abschieben lassen wollen, wenn sie nicht gehen wollen, weil sie seit, keine Ahnung, der vierten, fünften oder sechsten Generation schon in dem Land leben und mitleben möchten und eigentlich friedlich nebeneinander koexistiert, dann auf einmal kommen halt Menschen mit so einer rechten Identitätspolitik an, die dann ja ihnen sie vor Haus und Hof verjagen wollen. Genau, und das ist, wie du sagtest, schlecht verbrämter Rassismus, auch wenn viele Rechte jetzt darauf abzielen würden, dass es gar nicht um Rasse geht, sondern um Kultur und welche Ausreden da auch immer gefunden werden. Es ist ja auch ein Mickey-Maus-Bild von Kultur, finde ich, so ein bisschen, ne? Also da wird so getan, als gäbe es diese eine unveränderbare deutsche Kultur, was auch immer das dann genau sein soll. Ja? Und das ist ja dann offensichtlich mehr als deutsche Sprache und Spätzle und Maultaschen. Aber die Kultur, die ist ja im Wandel, ja. Wir nehmen ja ständig irgendwelche kulturellen Einflüsse auf und haben wir auch schon immer. Durch die Franzosen, durch unsere anderen Nachbarn, durch Zuwanderergruppen, weiß ich nicht, zum Beispiel die Hugenotten damals. Und das ist ja ein völlig absurdes Bild eigentlich, was da vertreten wird, dass Kultur irgendwie so ein, ja, so ein fixes, unveränderbares wäre, das geschützt werden muss. Das ist also quasi, wie du sagst, die linke, sorry, die rechte Form der Identitätspolitik und ich glaube, wie gesagt, die meisten Menschen werden intuitiv verstehen, dass das so nicht funktionieren kann, dass das verbrämter Rassismus ist und auch, wie du sagtest, dass das sehr gefährlich werden kann, wenn eben wirklich die Leute sagen, nee, der eben hier in Anführungszeichen nicht hergehört, wer ein anderer ist, der muss weg. Ich würde aber da gerne Das ist noch aber, ja, ergänzen, gerne, weil gerne. es ist ja leider so, also die Situation in Deutschland lehrt uns ja gerade etwas Besseres, nämlich dass dieses identitäre Denken ja doch viele Anhänger findet. Und das hat ja auch viel mit diesem zum einen sehr, wie soll ich das ausdrücken, schon affirmativen Staatsverständnis zu tun, was in der Rechten drin ist. Das heißt, also die nehmen ja den Status quo und stülpen dem dann nur ihre Identitäts Position über. Und sie würden auch mitgehen, das, wo du gemeint hattest, die Einwanderung innerhalb von Europa ist für die ja noch nicht so das Problem, weil das wäre ja europäische Kultur, in Anführungszeichen. Das würde ja noch sozusagen die Volksidentität sozusagen noch mitragen, weil es ja eine europäische Basis-Volksidentität gäbe. Und das ist ja alles etwas schon mal ausdifferenziert. Die grenzen sich ja auch bewusst dann vom Dritten Reich und der Blut- und Bodenlogik ab. Haben aber im Grunde genommen aufgrund des Ethnopluralismus ihre eigene Blut- und Bodenlogik, die dann sich aber auf Volk und Kultur erstmal beruht. Aber wenn man genauer hinguckt, meinen sie damit genau Rasse. Sie meinen Rasse, sie meinen die Herkunft, erweitern das Gebiet halt nur ein kleines bisschen. Und aber auch da wird dann schon eigentlich darauf hingewiesen, ja, es wäre aber auch dann schon trotzdem ganz gut, wenn der Franzose in seinem Bereich bleiben würde und der Polen in seinem Bereich und der Deutsche in seinem Bereich. Aber im Grunde genommen sind ja alles erstmal Europäer. Da ist das, kann man noch mal ein Auge zudrücken. Ja? Aber dann, ja, der Araber soll weg und die anderen, die sozusagen überhaupt nicht sozusagen die Kultur ja verstehen und mittragen könnten, ja, weil sie aus einem komplett kulturfremden Bereich kommen. Also das ist ja dann dieser, was ja auch heute in dieser, wie soll ich sagen, als Kulturrassismus bezeichnet wird, dass man nicht mehr von Biologismus spricht, sondern den Menschen in Sippenhaft nimmt und dafür die sozusagen dann die Kultur hernimmt, aber mit dem Anspruch einer konformistischen und kollektivistischen Kultur, die dann das Leben und das Handeln der Menschen bestimmt. Und ich glaube, genau diese Affirmation zum Bestehenden ist leider ein Einfallstor, wo viele Leute, die sozusagen das irgendwie an einem Ideal von Bestehenden festhalten wollen, ja, dann die Idee haben, es geht nur mit so einer rechten Identitätspolitik à la AfD oder wie auch immer. Und ja, man könnte jetzt auch in die Kritik der staatsbürgerlichen Ideologie reingehen, die auch dann natürlich voll in den Nationalismus noch fördert und so, dann damit geht, warum dann aus staatstreuen Individuen plötzlich dann, wenn die richtige Identitätspolitik dazu kommt, stramme Nationalisten werden. Das würde aber, glaube ich, jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen. Leider ja, genau. Wir sind ein Podcast und haben nicht
unbegrenzt Zeit. Außerdem soll das Gespräch ja die Leute anregen, dein Buch kaufen. Heißt, da könnt ihr die weiteren Punkte noch nachlesen. Wie gesagt, ich wollte euch gerne einen Schwenk nach links machen, ja, weil dann alles, was wir jetzt gehört haben, wie gesagt, das wird viele Leute nicht überraschen, dass man auf der rechten Seite des politischen Spektrums so denkt. Und deswegen finde ich es interessanter, wenn wir uns vielleicht noch mal ein paar Minuten Zeit nehmen, um zu sagen, wie passt das denn überhaupt mit der politisch Linken zusammen? Ja, also was ist linke Identitätspolitik und wie passt das überhaupt mit der Idee, die Linke üblicherweise verfolgen, zusammen? Ja, das ist wirklich in der Tat ein bisschen komplizierter, weil der linke Identitätspolitik sehr pluralistisch ist. Also die haben unterschiedliche Bezugspunkte, aber was ihnen gemeinsam ist, dass sie sich im Sinne einer Identitätslogik auf eine Gruppe beziehen, um als Stellvertreter für diese Gruppe aktiv zu werden. Dabei geht es aber nicht um ein, wie bei den Rechten, um ein kollektivistisches Gedankenkonstrukt, sondern es geht hier um die Schaffung von sozialer Gerechtigkeit, von Chancengleichheit, von Diversität, dass im Grunde genommen eigentlich jeder so leben kann, wie er möchte, ja, und seine Identität Ausdruck verleihen kann. Grundannahme ist, dass es hier wie soll ich sagen, eine Diversität an Diskriminierungen gibt in dieser Gesellschaft, die aufgrund kulturalistischen Gegebenheiten existieren, die aufgrund, die auch, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, durch das Geschlecht bestimmt sind, durch die soziale Herkunft oder durch den Klassismus bestimmt sind. Und die dann zu unterschiedlichen Formen von Diskriminierung führen können. Ausgegangen wird hier von den Diskriminierungserfahrungen der Individuen. Und jede Form der Identitätspolitik zielt darauf, dass sich die Vertreter mit den Diskriminierungen der einen Gruppe identifizieren können, mit deren Lebenswelt und auf die und sozusagen dadurch eine im Ich-Identität entwickeln, also die subjektive Identität immer mit den Ansprüchen, kollektiven Ansprüchen der Gruppe sozusagen verbinden und dieser Wechselwirkung dann zum einen als Vertreter dieser Gruppe auftreten und immer sozusagen die kollektive Identitätslogik der Gruppe dann mittragen und gleichzeitig aber dann die eigene Lebenswirklichkeit daran ausrichten und definieren. Das heißt, es ist zum einen eine sehr individualistische und subjektivistische Herangehensweise, weil die Welt immer aus der Position der subjektiven, der individuellen Lebenswelt betrachtet wird und gleichzeitig aber immer wieder der Rückbezug auf sozusagen die Identitätslogik der eigenen Peer Group, der eigenen Identitätsgruppe gezogen wird. Und das ist das ist meine Kritik dann ein wirkliches Problem, wie ich ja schon am Anfang angedeutet hatte, weil man dann eben die Dialektik, die Wechselwirkung von Individuum, Ökonomie und Gesellschaft aus dem Blick verliert. Sondern immer nur guckt, okay, wo fühle ich mich gerade diskriminiert? Wie ist die Welt geschaffen, dass meine Identitätslogik hier irgendwie reinpasst? Wie kann ich als Vertreter einer Gruppe meine kulturelle Identität hier ausleben? Und soziale Gerechtigkeit ist dann halt wirklich nur dann geschaffen, wenn sozusagen jeder seine kulturelle Identität ausleben kann, auch wenn dann diese kulturellen Identitäten vielleicht in sich vielleicht auch sogar sehr reaktionär sein können oder sogar diametral entgegenstehen zu anderen Identitätslogiken. Und ja, genau, das ist halt sozusagen des Pudels Kern sozusagen in meiner Kritik. Und macht aber auch gleichzeitig dann wie soll ich sagen, das Bild einer linken Identitätspolitik aus. Sie ist auf der einen Seite sehr divers, sehr bunt, sehr unterschiedlich, aber in ihren Blickwinkeln auf den anderen ist sie sehr konformistisch, weil sie immer in dieser Täter-Opfer-Position denkt. Die eigene Gruppe ist immer sozusagen in der Opferperspektive immer permanent irgendwo den Diskriminierungen ausgesetzt. Immer sieht man, dass die eigene Identität nicht so wirklich ausgelebt werden kann. Und gleichzeitig sieht man dann aber auch die Mehrheitsgesellschaft, die dann permanent, also als Täter gesehen wird. Das Zweite, was linke Identitätspolitik hat,
oder was ich darin sehe, ist gleichzeitig aber auch ein affirmativer Bezug zum Staat. Also zum einen sagen sie, die Mehrheitsgesellschaft und der Staat ist böse, und gleichzeitig gehen sie aber immer mit der Forderungshaltung ran, dass er sich doch kulturell zu verändern hat, damit die Identitätsgruppen gesehen werden. Also es ist schon so, dass dann der Bock zum Gärtner gemacht wird, weil es ist ja genau dieser Staat und es ist genau diese Gesellschaft, die die Gesellschaftsform eingerichtet haben, die diskriminieren, die Widersprüche herhören. Aber anstatt diese Widersprüche in ihren Wurzeln anzugehen und die Widersprüche zu überwinden, wendet man sich an den Staat und sagt, schafft doch die und die Gesetze, macht doch hier zum Beispiel eine Quote, die die Hierarchien zwischen Mann und Frau aufhebt. Also wenn ich schon sehe, dass es ein, wie soll ich sagen, ein Problem aus einer Hierarchie gibt, dann wäre es mein politisches Anliegen, die Hierarchien zu überwinden und die Hierarchien abzuschaffen und nicht irgendwelche gesetzlichen Mittel einzusetzen, die dann dafür sorgen, dass in der Hierarchie die eigene Gruppe einfach nur ein bisschen besser wegkommt dabei. Das wäre wünschenswert, auch in meinen Augen. Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf ko-fi.com/vorpolitisch gehen und spenden. Das ist ko-fi.com/vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir sind bei so knapp 50 Minuten Gespräch. Also vielleicht zum Abschluss eine letzte Frage. Was wäre jetzt dein Rezept, wie wir mit diesen Formen der Identitätspolitik nach vorneweg weiterhin jetzt umgehen sollten? Ja, sie sind ja zum einen da, also das heißt, deal with it, wie der Ami sagen würde. Auf der anderen Seite wäre es gut, wenn sich eine innerhalb der Gesellschaft eine Tradition des argumentativen Streits vollziehen würde. Das heißt also, dass ein Gegenstand an seinen Argumenten geprüft wird, damit man dem Wahrheitsgehalt des Argumentes klar auf den Grund geht und eben nicht aus Sinne einer Identitätslogik einfach die Identitätsschablone auferlegt und sagt, okay, passt der Punkt, der Gegenstand, der gemacht wird, irgendwie in dieses Muster. Weil es ist ja schon so, dass teilweise im Sinne der Identitätspolitik komische Allianzen geschmiedet werden, die sich allein darauf beruhen, dass hier zwei vermeintlich diskriminierte Gruppen zusammenfinden, die aber eigentlich ganz unterschiedliche Ziele, ganz unterschiedliche Weltbilder verfolgen. Und es wird auch teilweise gar auch überhaupt nicht mehr am Gegenstand argumentiert, sondern man hat halt schon eine vorgefestigte Meinung, man hat ein Attribut schon verteilt an den anderen, weil er der eigenen Identitätslogik nicht passt. Und die Identitätspolitik versperrt sich ja nämlich auch den Weg der Weiterentwicklung, wenn sie nicht in die Selbstkritik, in die Selbstreflexion geht und die eigenen Argumente prüft und guckt, ob sozusagen Theorie und Praxis irgendwie zusammenpassen. Und das wäre eine Sache, die ich ja mir sehr wünschen würde, wenn wir wieder in den argumentativen Streit gehen und eben nicht im Sinne einer konstruktiven Kritik, die irgendwie wieder zu einem konformistischen Ganzen führt, sondern um den Sachverhalt zu klären, um zu streiten und um die Widersprüche zu benennen und zu überwinden. Weil ich glaube, dann ja, hätten wir bestimmte Entwicklungen heute nicht, wenn man wirklich mal konsequent die Frage klären würde, zum Beispiel in der Politik, was, also und offen und in die Öffentlichkeit geht und in die Konfrontation geht mit den Argumenten. Zum Beispiel, was will die zum Beispiel AfD überhaupt? Ist sie überhaupt diese Partei des kleinen Mannes, wie sie sich da überhaupt darstellt? Was sind die wirklichen sozusagen Probleme in der Wirtschaftspolitik gerade? Das sind ja dann, wenn man die wirklich mal im Sinne eines argumentativen Streites wirklich auf den Kern gehen würde, dann würden auch viele, ja, Wohlfühldebatten aufhören. Und ich hätte da schon den Wunsch, sagen wir es mal so, oder die Hoffnung darauf, dass man dann wieder auf ganz neue Ideen kommt. Wie
Gemeinschaft zu machen möglich wäre. Weil ich finde, das ist zum Beispiel im Universitätsbetrieb komplett verloren gegangen. Also teilweise werden da, das, weil ich komme ja selber auch aus dem akademischen Bereich und habe ja auch promoviert und ich habe festgestellt, dass da teilweise echt skurrile Meinungen, Argumente einfach als Meinung stehen gelassen werden, ohne denen zu widersprechen, ohne dem argumentativ auf den Grund zu gehen und ohne zu schauen, was steckt da eigentlich dahinter. Und ich finde das ja schon teilweise beschämend, wenn dann Professoren das dann einfach so, ja, ist halt so und dann wird sozusagen zur Tagesordnung übergegangen, weil man halt sagt, okay, wir haben hier den Kanon der unterschiedlichen Meinungen und jeder hat sozusagen diese Meinungen aus seiner Identität abgeleitet und aus seinem Erfahrungsschatz. Weil wenn man eine Argumentation immer nur auf den Erfahrungen aufbaut, setzt es voraus, dass jeder die gleichen Erfahrungen gemacht haben muss. Und man kann aber auch Erkenntnisse entwickeln, ohne die Erfahrungen gemacht zu haben. Das ist ja zum Beispiel auch so ein Punkt der Identitätspolitik, dass die sagen, nur Leute, die dieselben Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, die aus demselben Kulturkreis kommen, können füreinander reden. Ich würde dem komplett widersprechen. Ich würde sagen, dass auch jemand, der von außen steht, also über andere Gegenstände reden kann, obwohl er die Erfahrung nicht gemacht hat. Wenn man einen Gegenstand geistig durchdrungen hat, wenn man die Argumente wirklich prüft und wenn man auch gute Argumente für eine Sache hat, dann ist es das gute Recht, Kritik zu äußern, ist das gute Recht, die Argumente vorzubringen. Dann erwarte ich von dem Gegenüber, dass er in den Argumenten drin ist und diese entweder widerlegen kann, ja, und zu sagen, nein, das ist Quatsch, oder sagen, dass diese und diese Konsequenzen folgen daraus, oder dem zustimmen kann, oder die Größe hat zu sagen, ja, da kenne ich mich nicht gut genug aus, ich lasse das erstmal so stehen. So, aber nicht dem anderen den Mund verbieten oder den zu canceln, nur weil dem sozusagen die Meinung oder die Haltung einfach nicht passt, sondern man muss sich halt wirklich argumentativ darum streiten, man muss Argumente auf den Tisch bringen, man muss in den argumentativen Kampf gehen. Das ist, denke ich, das Einzige, was uns noch weiterbringt. Und vor allem weggehen von dem konformistischen Gedanken irgendwie der Kollektivität, weil ich höre das immer wieder, ja, Identitätspolitik würde trennen. So, ich gehe da, verfolge wie die kritische Theorie den Gedanken des kritischen Individuums. Und dann hätten wir nämlich die Situation, wie Marcuse sagt, des großen Neinsagens, also jeder oder der Nicht-Identität, wie Adorno sagen würde. Und das ist das, worauf wir hinzielen müssen, das Selbstbewusstsein zu haben, sich selber zu sehen im Kollektiv, in der Dialektik zum gesellschaftlichen Zusammenhang. Weil natürlich haben wir die Totalität des Gesellschaftlichen, ja, in unserem Fall der Kapitalismus oder die gesellschaftliche Normativität. Und in dem Zusammenhang natürlich entwickeln wir uns in dem, aber wir können uns auch daraus lösen und wir können uns vor allem auch unserer Rolle in dem Bewusstsein. Und aus diesem Selbstbewusstsein heraus kann ein kritisches Individuum sich entwickeln, was eigentlich verpflichtet ist, zum Konformismus und zum kollektiven Nein zu sagen und gleichzeitig die Argumente zu prüfen und eine Haltung zum Geschehenen zu entwickeln und um diese Argumente zu streiten und das noch abschließend die Größe zu haben, die eigene Haltung, den eigenen Standpunkt aber auch zu revidieren, wenn bessere Argumente, die überzeugen, auf den Tisch gebracht werden. Und ich finde, das war ein schönes Schlusswort und genau das habe ich dem Friedrich auch so gesagt. Leider ist an der Stelle die Aufnahme abgerissen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war Friedrich Boettiger, Autor von Der Mensch ohne Gesicht. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hört beim nächsten Mal wieder zu und vor allem teilt den Link zu diesem Kanal auf Facebook, Twitter und wo ihr sonst noch unterwegs seid. Warum nicht jetzt sofort? Ich bin Sepp, macht's gut und bis zum nächsten Mal.